Fakten sind klar, es braucht eine Altersreform in der Schweiz. Sie alle können profitieren von einem super Vorsorgesystem. Jetzt ist es Zeit, dass man Lösungen findet für die Zukunft. Es braucht Kompromisse, die wehtun, aber für uns Jungen die Zukunft sichern. Und darum sind sie nicht egoistisch, denken sie an uns. Ich finde, es ist wichtig, dass man einen Einstieg bzw. einen Wiedereinstieg ins Berufsleben soll vereinfachen, vor allem für Hochschulabsolventen. Das kann natürlich anhand von einem Praktikum erfolgen, was völlig legitim ist. Wichtig ist einfach, dass das Praktikum nicht unnötig in die Länge gezogen wird und so eigentlich ein qualifizierter Arbeitnehmer schlussendlich dann ausgenutzt wird. Mich würde es wundern, wie man mit dem Problem Social Bots umgeht. Und zwar war das ein Thema in den USA, ist es momentan in Frankreich und wird es garantiert sein bei den Bundeswahlen in Deutschland 2017. Man kann für wenig Geld die Meinungen, die man sich online bildet, beeinflussen, verzerren, Diskussionen zu Extremen treiben. Und mich würde es wundern, wie die heutigen Wirtschafts- und Politikvertreter sich diesem Problem stellen wollen. Also mir ist es ein Anliegen, dass Politiker Wert darauf legen, dass unsere hart verarbeitete Wettbewerbsfähigkeit und Dynamik, die wir im internationalen Markt erschaffen haben, dass wir die nicht durch stures Rechts- und Linksdenken aufs Spiel setzen. Switzerland is a very important global player. I see as with a huge potential to make a bigger global impact. Therefore, I would really like to see Switzerland, which is more open, Switzerland, which is more welcoming, and Switzerland, which is not so conservative in a decision-making process on a political and on the economic way. Mein wichtigstes Anliegen wäre, dass man uns Hochschulabsolventen und Universitätsabgänger einen fairen Berufseinstieg ermöglicht. Ja, wir haben nicht so viel Erfahrung, aber wir sind extrem motiviert, um neue Erfahrungen zu machen. Aber es sollte möglich sein, das auch zu einem fairen Lohn zu machen. Darum plädiere ich dafür, dass man wegkommt von dieser Praktikumskultur und uns einen fairen Berufseinstieg ermöglicht. What I would like to say to people from economy, from Switzerland, is actually like once an international student finish school here in Switzerland, it will be very useful for us if we can practice this gained knowledge here in Switzerland. So that means that it will be grateful for us if people can create better opportunities for people to find a job, to enter the job market in Switzerland. Ich denke, wir tauschen uns heute über die sozialen Medien mit Leuten aus der ganzen Welt aus und unser Freundeskreis ist über den ganzen Erdball gestreut. Aber ich stelle fest, dass wir kaum Leute von den anderen Landesteilen in der Schweiz kennen. Und das ist gleich auch die Wirtschaft. Ich habe das Gefühl, die Unternehmen suchen jetzt manchmal Partner lieber übersehen als auch nicht am Röstigraben. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch in der Schweiz besser vernetzen und so die Vielfalt und die Chancen der Schweiz besser nutzen. Wie wir alle wissen, sind über 98% von allen Unternehmen in der Schweiz KMUs. Ich würde mir wünschen von euch Wirtschaftsführer, dass ihr euch vermehrt auch in der Nachbarschaft umschaut. Innovation passiert überall, alle haben Ideen, es gibt eine riesige Vielfalt und ich hoffe wirklich, dass in Zukunft auch in den Fokus wieder lokal gesetzt wird, wenn es um Innovation und Ideen geht. Mich stört vor allem, dass wir Frauen im beruflichen Alltag immer noch benachteiligt werden. Das kann man ja ändern. Ich hatte auch schon Ideen dazu. Man könnte zum Beispiel einfach mehr Frauen um 3 schon in Feierabend gehen. Oder wir machen am Donnerstag schon Wochenende. Ich hatte auch nichts gegen 4 Kaffeepausen am Tag. Aber am einfachsten ist es wahrscheinlich immer noch, wenn wir einfach gleich hoch wie unsere männlichen Kollegen entlohnt werden. Mein Anliegen an die Wirtschaftsführer der Schweiz ist, dass sie Themen ganz simpel überbringen, ganz einfach erklären, dass es eigentlich für jedermann verständlich ist und vor allem, dass sie die Menschen in den Fokus stellen.